Es ist mittlerweile dunkler geworden. Ihr könnt über euch sehen, dass die Sonne gerade noch leicht glüht, leicht glimmt, aber mittlerweile ist es doch recht duster und man müsste sich entweder jetzt eine Bleibe mitten an der Reichsstraße suchen, es gibt keine Gebäude, wo man sich verschanzen könnte, oder aber man wagt noch einen letzten Sprung gen Kaiserhain und versucht in der Dämmerung, in der Nacht, diese Festung zu erobern. Ihr steht jetzt blutend und verletzt vor den Alriks, vor den Untoten, vor den Leichen. Betrachtet das Werk, die rohe Überzahl, die euch hier versucht hat zu überwältigen. Sie haben nicht sehr finesse gekämpft, aber doch mit etwas Überraschung, indem sie dann, was Untote eigentlich nicht tun, angelaufen sind und euch umkreisen wollten. Aber irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Trotzdem habt ihr es geschafft und könnt eure Kräfte noch einmal sammeln. Mindarion, zeigt mir eure Wunden. Ihr seht furchtbar aus. Wo? Sie sicherlich. Was sind das für? Man Das sieht sie nicht. waren Untote. Geschöpfe, wiederbelebt von einer bösen Macht. Nun ja, aber warum rennen sie? Das weiß ich nicht. Legt euch dorthin auf den Wagen. Dann kann ich mir eure Verletzten angucken. Natürlich doch, natürlich doch. Ja, wir sollten sie verbrennen, diese Skelette. Nicht, dass sie nochmal aufstehen. Ja, stapelt sie halt und kümmert euch drum. Ja, ich würde dann anfangen, die Skelette bzw. die Reste der Skelette auf einen Haufen zu bewegen. Ich würde Boltax dabei helfen und mir die Skelette dabei genauer ansehen, um irgendwelche Anzeichen auf, keine Ahnung, eine nekromantische Besessenheit durch einen Tetzfei oder irgendwie sowas zu entdecken, weil die haben sich ja schon anders verhalten als gewöhnliche Untote. Gerne, kannst du mal eine Magiekundeprobe würfeln? Nekromantie würde zählen als Talentspezialisierung. Nee, aber Dämonologie wäre das auch rein. Rein regeltechnisch, wenn sie von Dämonen besessen wären, ja, aber ich lasse es erstmal nicht zählen, weil du nicht weißt, ob da ein Dämon drin war oder drin nicht. Also es ist halt Nekromantie in dem Fall, das ist eine eigene Talentspezialisierung. Gut, dann schauen wir mal. Ja, das sollte recht eindeutig gelungen sein. Sie waren nicht besessen oder beseelt von irgendwelchen Targunitotschen Dämonen. Dir fallen zahlreiche ein, die da möglich wären, die dann da auch in solche Leichname dann beschworen werden können oder herbeigerufen werden können oder Geister. Aber das scheint wohl eher ein Phänomen dieser Globule zu sein. Dass ihr vielleicht doch näher am vierten, an der vierten Sphäre seid als an der dritten Sphäre. Aha, also mit dieser Farblosigkeit könnte das zusammenhängen. Meinst du? Naja, also Farbe mit schnellen Untoten zu tun? erst einmal nichts, aber es deutet natürlich darauf hin, dass die Gesetzesmäßigkeiten der dritten Sphäre ein wenig außer Kraft gesetzt wurden. Ne, wenn man auf einmal keine Farben mehr sieht, obwohl man das sonst überall tun würde. Und das soll was heißen? Klärt's noch mal für mich und Abel mir. Eine Konvergenz vielleicht. Also stellt euch ein Glas mit Wasser vor und jetzt tropft jemand etwas Johannisbeersaft oder so hinein. Ja. Dann verteilt sich das ja. Also es ist dann nicht mehr klares Wasser, sondern eine andere Flüssigkeit ist dort drinnen und macht das Ganze nicht mehr so klar. Und das Macht's ist trübe, eine ja. dämonische Verunreinigung hier an diesem Punkt. Also sind wir gerade im trüben Wasser, sozusagen. Ja, sozusagen. Das ist eine relativ gute Metapher. Und wie hängt das jetzt mit diesem Sprinter zusammen? Wenn die Grenzen verschwimmen, dann, wie Darunia ja gesagt hat, sind die Gesetzmäßigkeiten auch nicht mehr so, wie man sie annehmen würde. Gerade wenn es um dämonische Eigenschaften oder Besessenheiten oder Beschwörungen geht, weil Dämonen sind ja Kreaturen des Chaos. Und umso chaotischer sind dann die Geschöpfe, die mit dämonischer Magie geschaffen wurden. Und zumindest das, was wir hier erwarten können, können wir dann, wenn die Umstände anders sind, eventuell nicht mehr gleichartig antizipieren. Schönes Wort. Ja,
Das habe ich bei den Sinnegeweihten gelernt. Ha! Antizipieren. Ach, ein guter Mann. Definitiv, definitiv. Er hat mir wunderbare Literatur mitgegeben. Ach ja. Aber wir sollten uns doch um die untoten Toten kümmern. Nee, richtig, richtig. Aber wenn wir die jetzt in Brand setzen, dann werden die Mordbrenner doch ziemlich sicher wissen, dass die Untoten tot sind. Weil die Untoten werden kein Feuer angesteckt haben. Und warum lasst ihr sie nicht einfach liegen? Sie werden wieder in den Wald übergehen mit der Zeit. Sie sind ja schon pervertiert. Und die Gefahr, dass diese Form von pervertiertem Humus dann sich noch einmal erhebt, ist zumindest nicht auszuschließen. Deshalb wollen wir jetzt lieber mit der reinigenden Kraft des Elementes Feuer dafür sorgen, dass von diesem Humus nur Asche übrig bleibt. Ich glaube, was er damit sagen will, es ist genau der Sinn von Untoten, nicht in die Natur überzugehen. Ja. Aber wenn ihr Angst habt, dass sie sich wieder erheben, warum legt ihr da nicht einfach etwas Schweres darauf? Zum Beispiel was? Einen Stein. Graben können. Einen Stein, ja, sicher. Was für eine praktikable Möglichkeit, Herr Elf. Und wir können auch diesen Wagen hier darauf legen. Ja, das wäre möglich, auf einen oder zwei vielleicht. Aber ich glaube, da hätte Abel mir was dagegen. Und außerdem, nun ja, ihr habt ja gesehen, dass diese Dinger graben können. Gesehen, wie umgegraben dieser Anger war, an dem wir vorbeigekommen sind, nicht wahr? Tatsächlich. Ja, und die können sich unten drunter durchgraben. Na, wie so Wühlschrate. Furchtbar, sowohl die Schrate... Dann nehmt sie doch auseinander, dann können sie nirgendwo mehr hingehen. Wenn sie keine Beine haben. Gibt dem Elf hier nur ungern recht, aber wenn wir hier ein Feuer anstecken, wissen die Mordbrenner Bescheid. Ja und? Sollen sie doch wissen. Und was machen die dann? Ich dachte, wir wollen verheimlichen, dass wir die alle umgebracht haben, aber gut. Jetzt, da sie tot sind, sollen wir sie doch hier rauslocken. Ja, aber ich dachte, wir locken die hier raus, wenn wir bereit sind und nicht, wenn der Elf praktisch auf dem Boden liegt und tot ist. Herr Abel, mir habt ihr dem Elfen schon einen Trank verabreicht? Oder einen Tee zumindest? Nein, noch nicht. Ich wollte mir erst mal seine Wunden anschauen. Ach, da muss ein bisschen Humus reingerieben werden und dann legt er sich einmal auf meinen Schoß und dann erzähle ich ihm was. Das ist doch keine Methode, Humus Dreck reinzureiben, also wirklich. Doch, das hat Abel mir. Denkt an den Verwundeten, den wir unlängst getroffen hatten. In diesem zerstörten Dorf. Den ohne Kopfhaut. Ja, mehr oder weniger. Den habe ich mit dieser Methode ja auch wieder wunderbar zusammengeflickt, ne? Aus der Erde entspringt alles nur da und dahin gehen wir auch wieder, wenn wir gestorben sind. Dachte, ihr geht in den Traum. Benutzt euren Dreck. Wenn der Elf ist. Unser Körper geht wieder zur Erde hinab. Also die Frage ist ja, was der Elf will, ne? Also wenn er eure Magie möchte und der mehr vertraut als der heilenden Kraft der Göttin Sumu, dann naja. Ich bin mir sicher, ihr werdet beide eine Lösung finden, die für alle zufriedenstellend ist. Ihr müsst nur aufeinander eingehen. Verzeiht mir, Herr Boltax, ihr seid ein Geode, ja? In der Tat, in der Tat. Die Farben mögen zwar fehlen, aber seid ihr nicht auch der Meinung, dass, wenn man sich ein bisschen in diese Richtung dort orientiert, das müsste Nordwesten sein, meint ihr nicht auch, dass diese Bäume vor Vitalität strotzen? Ich würde mir das mal angucken. Bin ich der Meinung? Ihr dürft gerne mal Wildnisleben proben. Oh, er schwert um 6 Punkte, das wird spaßig. Was ist das denn, er schwert, weil ich farbenblind bin? 6 Punkte. Ich hab 4 über. Warte, nochmal, ob ihr Farbenblindheit? Ja, Farbenblindheit, klar. Wenn es normalerweise alles grün wäre und ihr guckt euch das jetzt an. Dann habe ich 0 über. Also ich hab's eh nicht geschafft. Von ja, daher. Schon peinlich. Also nicht, wenn du die Wunden bei mir anrechnest. Rafim hat's auch geschafft. Ja, ihr seid tatsächlich der Meinung. Also es ist ein Wechselspiel. Ihr seht dann teilweise auch viele, viele abgestorbene Bäume, untote Bäume. Das hatte ich ja schon angesprochen mit diesen Maden, die unter dem Holz sitzen, die sich am Fleisch des Baumes laben. Und dann vielleicht auch mit einer ganz eigenen Vitalität dann wieder füllen. Aber es gibt auch einige Bäume dann gerade in Richtung, ja, ist das schon der Reichsforst? Ist es auf alle Fälle Westen und dann auch im Norden in Richtung des Flusses, den ihr überqueren wolltet, den Olku.
Da gibt es auch einige Bäume, die im Gegensatz zu den ganz anderen in dieser Gegend dann hier anders aussehen. Noch fruchtiger, wenn man das bei diesem falschen Licht sagen kann, als das normal wäre. Nicht, dass ich nicht furchtbar fasziniert bin, dass da vorne noch Bäume sind, die noch vollkommen in Ordnung sind, aber warum juckt euch das? Oh, wo sind Bäume? Ich sage das, weil mir während des Kampfes auch aufgefallen ist, dass die Pflastersteine leicht beschädigt sind. Teilweise sogar zu großen Teilen. Wenn einige dicke Wurzeln sich unter dem Boden winden, wenn das Wurzeln sind, spricht das auch für Leben. Das ist richtig. In der Tat. Nun, der Wald als Ausformung elementaren Humuses. Herr Elf, ihr sprach doch von einer Brücke aus Holz, die zumindest über die Dergel hinüberführte, oder? Was? Oh ja, der Wald breitet sich wieder aus und nimmt sein Land zurück. Vielleicht können wir auch hier schon eine solche Brücke finden. Das bedeutet, wir müssten den gesunden Bäumen folgen. Beutags, schaut doch einmal, ob ihr irgendwie so einen Pfad findet. Also nicht, dass ich euch das nicht zutrauen würde, Herr Elf, aber ihr seht doch etwas mitgenommen aus. Sicher, sucht euch ein großes bisschen Schilfgras und dann schaut, wie der Wind weht. Und daraus wird sich euch der Weg offenbaren. Ja, genau. Legt euch besser hin. Nicht. Ja. Ich vertraue erst einmal auf die Mutter Sumu. Und nun ja, der Wind eventuell als Berater, nicht wahr? Gut. Ja, ich würde mich mal umschauen auf den Boden, ob irgendwelche Fährten irgendetwas darauf hinweist, ob es hier eventuell einen Pfad gibt oder ähnliches. Möchtest du Spuren lesen, Fährtensuche? Ja, ich würde tatsächlich Fährtensuche machen. Das ist hier, glaube ich, das damit assoziierte Talent. Ja, schauen wir mal nach. Erschwernis plus 4 für Farben. Bei der Spurensuche glaube ich nicht, dass da so, normalerweise suchst du dann ja auch in dem jeweiligen Terrain, also dann auf Gras ist sowieso alles grün oder in Erde ist es eher das Braun. Ja. Also ich würde dir da jetzt keine Erschwernis geben. Gut, alles klar, dann schauen wir mal. Ja. Wer halt mich jetzt eigentlich ab bei mir? Ich würde scheinbar. Sagen, ja. Der Zwerg ist wegmarschiert, na gut. Ja, der Zwerg stiefelt los. Ja, ich würde dann ein bisschen Laub zur Seite und an den einzelnen gesunden Bäumen mal so links und rechts vorbei und mal durchs Gras fühlen, gucken, ob ich irgendwo irgendwas sehe. Aus meiner Perspektive. Ja, wie geht's weiter bei Abelmir und Mendarion, beziehungsweise den ganzen anderen Keras auf jeden Fall? Ich würde erstmal, wie gesagt, Mendarion auf der Kutsche ausbreiten, auf dem Wagen. Seine Kleidung so weit aufschneiden, dass ich an seine Wunden herankomme. Ich meine, du kannst sie auch einfach hochkrempeln. Ja, wenn ich rankomme. Wie gesagt, wenn es normal geht, dann krempel ich einfach hoch, ist klar. Und erstmal probieren, die Wunden sich anzugucken, wie die aussehen, weil Untote übertragen meistens scheußliche Krankheiten. Dann haben die eigentlich geklaut und gebissen oder hatten die Waffen? Die hatten Waffen, also du kannst auch sehen, wie sie wohl vielleicht mal mit Klauen oder sowas dann noch nach dir versucht haben zu kratzen oder auch zu beißen, wie sie dann ihre Münder aufgerissen haben, aber vor allem hatten sie auch Waffen, die sie benutzt haben. Ja, wie gesagt, der ersten Probe muss ich ganz meiner Heilkunde Wunden ablegen. Ja, die Erschwernis müsste so bei 5 oder 6 liegen, ich schaue eben nach. Hast du Wunden? Bei am Bein. Gilt für eine erste Wunde oder? Es gilt der Erschwernis für die zweite Wunde. Moment, zwei Wunden an Arm und Bein, das ist eine plus 7. Probier ich mal mein Bestes. Ich glaube an dich. Nein. Es könnte sein, dass ich davon Schaden bekomme. Beim Scheitern der ersten Probe kommt es nicht zu einer Heilung. Der Patient erkrankt aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an Wundfieber. K.O. von 3 erschwert. Möchtest du die Probe zur Regenerationsförderung noch machen oder überlegst du? Ich würde nochmal chippen, die 19 und die 18, wenn es geht. Also die ist jetzt nur gegen Wundfieber, das weißt du? Ja, das muss ja komplett neu. Mal. Ja.
Was ist denn nochmal los, bitte? Bereue gerade den Mambaladin nicht gelernt, den Balsam-Salabunde nicht gelernt zu haben. Moment, du kannst den Balsam nicht? Nein. Dafür gibt's Heiler. Voltax gehört an Kulte, das ist ja auch schon mal wert. Bist du sicher, dass du in das Schwert das Messer reinrammen willst? Ich würde gerne diese Probe nochmal chippen. Dieser Halkone Wundbogen, die 1918. Wenn du einen Chippy hast, dann kannst du gerne würfeln. Du musst halt alle drei dann chippen, ne? Du kannst entweder ein oder drei. Würfeln geht nicht. Dann mache ich alle drei nochmal. Und. Sollte gehen. Diesmal ist sie gelungen. Ja, genau, das sieht doch schon viel besser aus. Ich erkranke also mit meiner Krankheitsresistenz nicht am Wundfieber. So, die zweite Probe ist. Das ist die, bei der du mir Schaden machen kannst, da bei mir. Ja, ich. Und jetzt habe ich doch kein Chippy mehr. Mach's doch mal spannend. Diese muss jetzt ebenfalls nur um plus 7 für die zweite Wunde oder ist jetzt die Wunde? Um die Anzahl der Wunden, ja. Und wenn du 7 THP-Sterne über hast, heilt sich eine Wunde. Also. Sie ist auch die zweite Probe gelungen. Ich habe einen Punkt übrig. Bringt zwar nicht viel, aber. Dann bekomme ich heute Nacht. Einen Punkt wieder. Hast du einen oder zwei über? Einen. Ja, okay. Dann komme ich heute Nacht tatsächlich eine LP mehr. Immerhin. Immerhin. Deine Wunden sind vernünftig verbunden, zumindest. Mhm. Oh, nein, danke. Es wird doch noch eine Weile dauern, bis das heilt. Was machen wir denn jetzt nochmal mit den Untoten? Der Zwerg läuft da vorne schon irgendwie mitten in den Wald. Zünden wir die jetzt noch an oder lassen wir das? Wir sollten wohl kein Feuer hier entfachen. Zumal der Wald tot und trocken ist. Das könnte übergreifen. Dann buddeln wir in der Grube, schmeißen die da rein und zünden die da in der Grube an. Habt ihr schon mal ein Loch gegraben für 20 Leute? Und habt ihr eine Schaufel dabei? Ja, ach verdammt, Schaufeln, stimmt, ihr habt recht. Das würde wahrscheinlich zu lange dauern. Schmeißen wir sie auf den Haufen und wenn wir hier fortgehen, dann zünden wir sie hinter uns an. Vielleicht ist das auch eine gute Ablenkung, während wir hier fortgehen und es unsere Feinde anlockt. Die Idee gefällt mir eigentlich. Könnt ihr ihnen nicht einfach die Sehnen durchtrennen? Das sollte sehr viel schneller gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man die Sehnen von einem Skelett nicht wirklich durchschneiden kann. Ein Skelett braucht auch keine Sehnen, um sich fortzubewegen. Was jetzt auch immer wieder Sehnen sind, aber wir brennen, zünden jetzt an. Ja. Dann sollten wir nämlich Holz sammeln. Ja, schmeißen wir ein bisschen Feuerholz drauf, hier liegt ja genug rum. Ja, ihr hattet ja vor kurzem erst einige menschliche Leichname begraben. Die waren allerdings noch, ja, fleischig, würdet ihr sagen. Dieses Mal sind sie in Rüstung gekleidet mit schwärzem Blut, mit weißem Eiter, teilweise daneben auch ausgelaufen oder nur noch aus Knochen bestehend. Aber nachdem ihr dann diese schmierige Aufgabe verbracht habt, könnt ihr dann vor verrichtetem Werk stehen und Voltax ist wohl immer noch nicht wieder aufgetaucht. Das ist jetzt schon eine ganze lange Zeit weg. Ihr habt Feuerholz gesucht und angezündet, dann aufgeschichtet. Also einige Zeit vergangen. Also bis Voltax wiederkommt, zünden wir das aber nicht an, ne? Nee, vielleicht sollte ich mal besser ihm nachgehen. Genau. Nicht, dass da was passiert ist. Wie gut kennt ihr euch nochmal im Wald aus? Erinnert mich. Ja, nicht besonders gut. Vielleicht sollten wir den Elf fragen? Nur so eine Idee? Er fällt doch um, wenn man ihn doch anatmet oder so. Ja, dann machen wir ihm schnell ein Teechen fertig, dann geht das schon. Ihr seid euch darüber im Klaren, dass ich euch hören kann? Ja. Sicher. Was eine neue Information, ich bin schockiert. Also seht ihr euch in der Lage, da rumzulaufen oder sagt ihr, ihr müsstet jetzt erstmal euch noch 2 Stunden hinsetzen und kurz entspannen? Und ich werde sicherlich gehen können, aber es ist vielleicht besser, eine Rast einzulegen. Nachricht, Freunde! Gut, dass sich das erledigt hat. Willkommen zurück. Subo scheint uns den Weg bereitet zu haben. Ich habe tatsächlich ein Holz gefunden, das, wie der Elf gesagt hat, über den Fluss hinüberspannt. Also, es ist wirklich so, Subo bereitet den Weg mehr oder weniger vor. Wir müssen nur entlang schreiten. Ob der Wagen das... 50-50 Chance. Eventuell müssen wir ihn zurücklassen. Was? Ja. Nansumus Natur ist es ewig veränderlich zu sein. Wenn ihr diese Brücke wirklich nehmen wollt, sollten wir uns vielleicht sputen. Das ist richtig, das ist richtig.
Ja, dann fahren wir erst einmal hin. Dann fahr deinen Wagen mal in den Sumpf bei mir und wenn wir dann ein gutes Stück weg sind, schmeiß ich hier die Fackel rein. Ja, ich würde den Wagen dann in die Richtung führen, die mir Boltax zeigt. Ja, ich würde vorgehen. Ja, ich, sobald die, keine Ahnung, 30, 40 Meter in den Sumpf rein sind, schmeiß ich die Fackel da rein und lauf den hinterher. Ja, ihr könnt dann dem Geoden direkt hineinfolgen in sein Terrain, in sein Gebiet. Er ist der Herr der Erde. Und nachdem dann auch wahrlich die Vegetation zunimmt, es ist immer noch alles in Schwarz-Weiß getaucht, wird es weniger tot und mehr lebendig. Und dann steht ihr vor einer großen, wuchernden Hecke, in der wohl, ja, nicht ein Stückchen rausgerissen nicht, aber sie fehlt einfach, als ob hier ein Durchgang geschaffen wurde, der vor kurzem noch nicht da war. Es gibt aber auch keine Schnittspuren, das ist einfach nur Wurzelwerk, was fehlt. Ja, ich streichel einmal so wissend über das Wurzelwerk, senke einmal meinen Kopf und dann würde ich weitergehen. Mendarion, du kannst jetzt auch tatsächlich den Wind wieder singen hören. Das Lied deiner Sippe klingt nicht mehr ganz so stark. Du weißt nicht genau, woran es liegt. Die alten Murmeln voll von dem grausamen Schicksal des Badok, dass man dann gar nicht mehr die Sippenlieder hören kann. Aber das, was jetzt gerade der Wind mit euch säuselt, ist dann wohl... Es klingt zufrieden. Und wenn ihr dann durch diese, ja, Schneise hindurchgeht, die dann der Geode wohl hier erschaffen hat, könnt ihr sehen, wie ein dunkler Same sich über die Brücke ausgebreitet hat und die Kraft von Mutter Sumu hier eine Brücke geformt hat, die vielleicht sogar halten würde, um mit einem großen Wagen hinüberzufahren. Es sieht so aus, als ob diese Brücke extra für euch geschaffen worden ist. Das sieht nicht sonderlich stabil aus. Das ist ein Geschenk der Herrin Peraine. Der Mutter Sumu. Ich denke nicht, dass eure Götter sich angeschickt haben, euch eine Brücke zu schenken, von der ihr nicht mal etwas wusstet bis gerade eben. Wieso nicht? Die Götter haben immer ihre Augen auf uns. Nun, ihre Augen wohl, aber was mag sie dazu bewegt haben? Ja, wir sind götterfürchtig. Richtig. Ich habe auch fleißig gespendet. Ich lächle nur und fange an, auf meiner Flöte zu spielen. So ein seltsamer Typ, Raffi. Ja, und er ist nicht der Schlimmste, den wir kennen. Ist das nicht traurig? Das ist in der Tat traurig. Gut, ich denke... Aber diese Brücke. Erstmal sollten alle rübergehen und dann fährt Abelmir mit seinem Wagen darüber und dann, wer von euch kann schwimmen und Abelmir aus diesem Wrack von Wagen ziehen, wenn das einstürzt? Ich kann nicht schwimmen. Mein Vorschlag wäre, dass das Pferd erstmal hinzuführen und dann den Wagen vorn hinten zu schieben bzw. zu ziehen. Vielleicht sollten wir auch den Wagen entladen und die Sachen einzeln hinübertragen. Zuallererst sollten wir uns alle bei der Mutter Sumu bedanken. Ein kurzes Innehalten hinsichtlich ihres Geschenkes. Wahr? Gut. Ich werde zwar der Herrin Peraine danken, aber ich denke, der Sinn ist derselbe. Ich spiele unbeirrt mein Trauerlied weiter. Nun, also, hier ist geschaffen aus wahrem Humus, was uns hilft, über diesen Fluss zu kommen. Ich schlage vor, ich gehe zuerst, damit ihr auch sicher seid, dass es wirklich sicher ist. Ich bin es ja eh ohnehin, also sicher, dass es... Bin mir sicher, die Herrin Peraine wird uns keine Falle stellen. Seid vorsichtig. Ja, die Brücke sieht glatt aus. Ich würde mal über die Brücke drüber gehen. Voller Selbstvertrauen. Mit jedem Schritt, den du über die Brücke tust, könnt ihr erkennen, wie in seinen Fußspuren kleine Blumen zurückbleiben, die dann aufknospen. Auch farblos, lichtlos, aber lebend. Direkt unter den Füßen von Boltax. Was ist denn das für eine merkwürdige Zauberei? Ach, das ist ja faszinierend. Auch wenn ich das Jelly Vivniasafa erzähle.
Können wir das für später aufbewahren? Ja, sicher. Er ist ja sowieso nicht hier. Na dann, jetzt mal alle Mann rüber. Aber mir glaubst du denn wirklich, dass das so viel bringt, wenn wir den Wagen schieben? Nun ja, wenn er entladen ist, dann müsste es gehen. Also wolltet ihr euch gerade freiwillig dafür melden, den Wagen zu entladen? Ich muss sowieso die Avalone abbauen. Na ja, kommt, wir machen das jetzt alle gemeinsam. Ich gehe da rauf und reiche Sachen herunter und dann tragen wir die alle runter. Ja, ich würde die Avalone entfernen, wir haben die Bolzen dafür und Raphim, wird es so freundlich? Ist schwer. Ach, dass ihr mir dieses Vergnügen anlastet. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bedanken soll. Auch kein Problem. Ich würde das Zeug darüber tragen nach und nach. Ich würde mich natürlich erstmal mein Zeug da hinten auf die andere Seite legen und dann ja. Nach und nach. Während ihr den Wagen abladet oder umbaut, werdet ihr die ganze Zeit begleitet von dem traurigen Lied von Mentarion. Und wenn ihr über die Brücke hinüberschreitet, vor allem bei Raphim, könnt ihr es allerdings auch laut Stöhnen und Ächzen hören, Knirschen von Holz. Ein Widerspruch, eine Weigerung, dass du vielleicht auch gar nicht würdig bist. Ebenso wird es knarren, wenn die anderen hinübergeht. Aber jedes Mal, wenn Boltax hinüberschreitet, ist es wie ein neuer Frühling. Boltax, was löst dieses Phänomen aus? Nun, es ist meine Vertrautheit mit den Elementen. Ich sprach ja davon, dass man im Einklang mit den Elementen sein muss, um in Einklang mit Mutter Sumo selbst zu sein. Nun, und es ist ein Geschenk der Mutter Sumo und entsprechend reagiert es natürlich sehr positiv auf mich, denn ich bin als bescheidener Diener der Elemente und der Mutter Sumo sehr dankbar für das Geschenk. Ich habe mir eben gedankt. Ich hoffe, das habt ihr alle auch getan. Naja, ich habe halt der Mutter Perrine gedankt, so wie man es mir beigebracht hat. Versucht es einmal mit dem Dank an die Mutter Sumo. Also die Großmutter quasi. Letztendlich, ja. Die Mutter allen Seins und Lebens und sowieso und überhaupt. Das ist ein sehr merkwürdiges Konzept. Na gut, ich will es mal probieren. Danke, Großmütterchen Sumo.